Der Hüslihof oberhalb von St. Peterzell in Toggenburg. Hier ist das Zuhause der 30 Milchkühe von Familie Raschle. Die Herde ist ruhig. Den Tieren geht es gut, auch wenn das Hinlegen gerade etwas zögerlich erscheint. Das ist noch bei vielen Betrieben so, wenn man so auf den ersten Blick in den Stall hineinschaut, dann sieht es recht gut aus. Man hat den Eindruck, die Herde ist zweig, leistungsbereit. Und wenn man dann so das zweite Mal noch ein bisschen genauer hinschaut und vielleicht noch ein drittes Mal, dann fallen ein Haufen kleine Details auf, die die Kühe uns erzählen, dass vielleicht eben gleich nicht alles so gut ist. Zum Beispiel die Liegeboxen. Sie müssen täglich mehrmals hergerichtet werden. Die Tiere stehen zu lange, bevor sie sich hinlegen. Es muss sich was ändern. Wir haben dort 20-jährige Liegeboxen und mittlerweile haben sich die Entwickler von Liegeboxen ein bisschen neu orientiert. Dann wollen wir mehr Schwungraum geben im Liegebereich. Also das heisst, dass die Kuh eine Art wie auf dem freien Feld kann aufstehen. Ob es damit getan ist? Das wollen die Lernenden des Landwirtschaftlichen Zentrums St. Gallen in ihrer Projektwoche Kuhsignale herausfinden. Ein Training, um eingefahrene Muster zu durchbrechen. Die Tagestraining Kuhsignal, wo man mit den Bauern macht, die helfen eben mit, um auch wieder mal ein bisschen systematisch die Kühe anzuschauen. Nicht nur einfach, ja, sie hat gefressen und sie steht auf allen vier Füßen, sondern auch Details im Kopfbereich, Details in der Körperhaltung, auch wie haben sich die Kühe im Stall verteilt. Und so Sachen fallen dann manchmal nach 20 Jahren gar nicht mehr auf. Und darum ist es manchmal dann eben auch gut und sehr wertvoll, wenn man da vertieft anschauen kann miteinander. Zuerst verschafft sich die Gruppe einen Überblick. Die Infrastruktur ist dabei ebenso wichtig wie das Aussehen und das Verhalten der Tiere. Dann geht's ans Datensammeln. Checklisten helfen, den Fokus zu halten. Manchmal sind es eben kleine Details, die relativ eine grosse Bedeutung haben. Und von der Systematik heisst, wir schauen mal die ganze Kuh an und wir versetzen die Kuh all wieder auf die Weide versetzen. Also das heisst, wir probieren der Kuh die Freiheiten der Weide auch im Stall ihnen zu geben. Der natürliche Lebensraum wird dabei in 6 Freiheiten gegliedert. Es sind dies neben Futter und Wasser, Luft und Licht sowie Ruhe und Raum. Auch heute haben wir wieder ein paar Details entdeckt, die jetzt vielleicht bis jetzt auch dem Bauer selber noch nicht unbedingt so aufgefallen sind. Und die kleinen Details, die verraten dann manchmal eben auch ein bisschen, was den Kühen im Stall innen sehr gut passt, aber eben auch da, wo vielleicht nicht so gut ist. Und die Informationen können als Kuhsignal bei uns an und die versucht man dann zu übersetzen, zu verstehen und dann eben am Schluss auch in der Amtswelt zu Lösungen, Verbesserungsmöglichkeiten. Betriebsleiter Raschle muss Prioritäten setzen. Nicht alles, was die Lernenden auflisten, kann er umsetzen. Pünktlich zum Start der Weidesaison strahlt der Stall in neuem Glanz. Mauerdurchbrüche sorgen für frische Luft. Der neue Farbanstrich verbessert die Lichtverhältnisse und beim Saufen gibt es neuerdings kein Gedränge mehr, wenn die Herde von der Weide in den kühlen Stall zurückkehrt. Vor allem der Liegekomfort ist nun deutlich besser. Die Matratze ist jetzt heute um 10 bis 15 cm höher als bevor mit der Halteeinrichtung. Mit dem Bügel ist es so, wir haben einen Bügel gewählt, wo es einen Fuß hat, eine Stütze vorne dran mit dem Fuß, wo der Bügel nachher oben dran gemacht ist. Das heisst, vor dem Bugholz ist der Raum frei. Man kann so weit auch durchlaufen und das Material drin schaufeln. Dann haben wir ein Nackenseil montiert, dass eigentlich die Kuh weiss, wie weit rein, dass sie laufen kann. Oder dass sie, wenn sie aufsteht, dass sie aber auch zur Box ausläuft, nicht in der Box stehen bleibt. Die zusätzlichen Tränken kann Raschle mit wenig Aufwand sauber halten. Diejenige im Auslauf ist dank Heizung winterfest und die neue Kratzbürste passt sich dem Tier an. Am Schluss geht es um die Freude am Job. Und ich sehe auch wieder, in diesen Betrieben, wo es rund läuft, da haben die Bauern viel mehr Freude. Mit gesunden Tieren zusammen zu arbeiten, macht viel mehr Freude. Und Happy Cows, Happy Farmer, das ist auch das Motto von Kuhsignale. Und es ist so, wenn es den Kühen gut geht, dann geht es der ganzen Bauernfamilie gut.